Mein Name ist Franco Polo. Ich bin für das Business Development im Bereich Industrie zuständig und heiße Sie hier recht herzlich willkommen. Bevor wir jetzt direkt mit dem ersten Thema starten, möchte ich die Gelegenheit nutzen und unsere Partner vorstellen und wieso wir dieses Webinar gemeinsam machen. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie mit der geeigneten Hardware, mit einem guten Integrator und mit einer zentralen Plattform jetzt schon die Digitalisierung für Ihr Unternehmen nutzen können. Dazu werden wir von Vago zur Not zunächst die Hardware und die Schnittstellen darstellen. Herr Schmutte von RS Connect wird in die praktische Umsetzung gehen und umgesetzte Projekte zeigen. Und die Kollegen von MPDV, Frau Lohmann und Herr Münch, werden dann zeigen, wie man diese Daten nutzen kann. Dazu werden sie uns die Manufacturing Integration Plattform vorstellen, kurz MIP, und zeigen, wie sie ihre Daten in einer zentralen Plattform gewinnbringend nutzen können. Genau, bevor wir jetzt mit dem ersten Thema dann wirklich starten, noch einen kurzen Hinweis. Sie können jederzeit im Chat Fragen stellen. Am Ende jeder Session werden wir diese Fragen dann entsprechend beantworten, bevor wir mit der nächsten Session weitermachen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir von Vago konzentrieren uns hier auf die Hardware und die Schnittstellen. Im zweiten gehen wir auch hier ein bisschen auf das Thema Edge Computing und Predictive Maintenance und am Rande auf die Datenspeicherung ein, auch alles ein bisschen hardwarebezogen. Und im dritten Punkt werden wir die Schnittstellen zu Cloud-Systemen besprechen, die häufigsten Schnittstellen. Genau, legen wir los mit der Hardware. Was ist wichtig? Die Hardware sollte eine große Anzahl verschiedener Schnittstellen bedienen. Warum? Weil gerade bei der Nachrüstung von Anlagen wir sehr heterogenes Feld haben und dort viele verschiedene Schnittstellen benötigt werden. Es muss skalierbar sein und modular sein. Das heißt, ich muss ja teilweise nur eine Maschine digitalisieren oder wirklich einen kompletten Maschinenpark. Und da brauche ich unterschiedliche Lösungen. Das Ganze muss je nach Industrie natürlich auch robust und langlebig sein. Und am Ende des Tages brauche ich auch eine geeignete Software und Bibliotheken, die mir einfach viele Aufgaben abnimmt und einfach macht, gerade was so die Datenverarbeitung und Weiterleitung angeht. Als letzten Punkt hier nochmal IT-Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Könnten wir mit Sicherheit nochmal ein eigenes Webinar darüber machen. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass alle unsere Geräte oder so gut wie alle auf Linux basiert, was an sich einfach da schon viele Vorteile mitbringt. Genau, starten wir mit der Hardware. Ich will Ihnen zwei Varianten vorstellen. Wir starten jetzt mit dem Vago I.O. System 750, ist ein IP20-System und hier haben wir wirklich eine Menge Vorteile. Auf zwei Unterpunkte möchte ich gleich gesondert eingehen, einmal die Feldbusunabhängigkeit und die Skalierbarkeit der Lösung, weil das relevant ist für den heutigen Tag. Die anderen Sachen möchte ich trotzdem kurz erwähnen und würde Ihnen auch mal ein Stück Hardware dazu natürlich zeigen. So, wie an dieser Stelle hier. Was uns hier auszeichnet, ist diese automatische Kontaktierung, eine klare Kennzeichnung, steckbare Anschlüsse, gerade wenn man relativ schnell das Ganze wechseln möchte. Dann ist es sehr robust und langlebig. Und wir haben hier eine schmale Bauhöhe, ich glaube auf 12 mm können wir bis zu 16 digitale IOs reinholen und haben hier eine skalierbare Lösung. Würden wir mal einmal auf die Präsentation zurückspringen, genau. Und zum Thema Feldbusunabhängigkeit und skalierbare Lösung würde ich Ihnen dann noch mal kurz was zeigen. Ja, Feldbusunabhängig, das ist etwas, was uns hier wirklich auszeichnet. Wir können so gut wie jeden Industriebus, das heißt Profinet, Profibus, Modbus, EtherCAT und auch DeviceNet, CC-Link in den asiatischen Märkten. Und zusätzlich, was uns mit Sicherheit noch auszeichnet, ist, dass wir sehr, sehr viel aus der Prozesstechnik und Gebäudetechnik auch noch können. Also was Schnittstellen angeht, sind wir da wirklich gut aufgestellt. Man kann hier sehr schnell den Buskoppler wechseln sozusagen und kann dann von einem Bussystem direkt aufs andere springen, den wieder draufsetzen und dann geht es hier direkt weiter. So, der zweite Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, ist die Skalierbarkeit der Lösung. Das heißt, wir können hier einen einfachen Feldbuskoppler einsetzen, wo ich wirklich nur die Signale einsammle und keine Intelligenz im Feld sozusagen habe. Die nächste Ausbaustufe wären unsere Controller der 750er Serie. Da ist ein Nucleus-Betriebssystem im Hintergrund, was für eine hohe Deterministik sorgt und ist für kleinere bis mittlere Projekte gedacht. Und unsere Controller PFC 200, das ist eigentlich im Moment das Flaggschiff, hat eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und sehr, sehr viele Schnittstellen, die man auch parallel nutzen kann. Ja, last but not least,
Man braucht auch eine Engineering-Software, eine gute. Wir basieren hier auf Codesys 3 und haben hier mit eCockpit eine eigene Engineering-Software, die die ganzen Prozesse deutlich verschlankt und wirklich sehr, sehr viele Bibliotheken auch über die Codesys-Bibliotheken hinaus zur Verfügung stellt, sodass man mit dem System sehr einfach und schnell arbeiten kann. Genau, hier sehen Sie mal so eine Ausbaustufe. Also da geht wirklich einiges. Wir haben mittlerweile mehr als 500 verschiedene Module. Und die Farben entsprechen auch der Codierung auf den Bauteilen. Das heißt, wir haben hier digitale Eingänge, bis 16 Kanäle, sowohl Input als auch Output und dort auf 12 mm. Also das mehr geht eigentlich auch nicht, weil irgendwann wird es auch mechanisch nicht mehr handhabbar. Was uns hier auch wirklich dann nochmal auszeichnet, ist das Thema, dass wir sehr, sehr viele Sonderprotokolle auch können. Also neben digitalen Eingängen, Ausgängen, analogen Eingängen und Ausgängen haben wir sehr, sehr viele Sonderfunktionen. Teilweise Funkmodule, RTC, SSI-Geber und was ich hier nochmal besonders erwähnen will, weil ich im Verlauf nochmal darauf eingehe, ist das Protokoll IO-Link, was gerade im Maschinen- und Anlagenbau wirklich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Was Sie hier beim Aufbau auch sehen, Sie können normale, Signale und Sicherheitssignale und Ecksignale mischen mit entsprechender Beschaltung und das macht das Ganze wirklich sehr, sehr modular und skalierbar. Genau. Das zweite System neben dem IP20-Modul, was natürlich irgendwie in einem Schaltschrank in der Regel verbaut wird und verdrahtet werden muss, geht es im Maschinen- und Anlagenbau auch immer mehr in IP67-Systeme. Hier ist unser neues oder relativ neues VAGO IO System Field, was wir in der Metallausführung bringen auf der Feldbusebene und in der Kunststoffausführung in der IO-Link-Ebene. Gucken wir uns mal die inneren Werte der Module an, also was können die, sowohl die Vierfach- als auch die Achtfach-Module, das ist identisch. Wir haben hier eine Reihe von Feldbussen, die wir unterstützen. Im ersten Schritt jetzt Profinet und EtherCAT und in naher Zukunft Ethernet IP und Modbus. Was uns hier mit Sicherheit nochmal auszeichnet, ist das Thema Bluetooth. Wir haben hier eine App, so können Sie wirklich auch mit einem mobilen Device jederzeit diese Schnittstelle aktivieren, wenn Sie möchten, und dort Signale simulieren oder auch Ausgänge forcen und die Diagnose des Moduls abrufen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch über einen Webserver, wo Sie sich über die IP-Adresse draufschalten. Auch hier Benutzer- und Rechteverwaltung, damit das nicht jeder machen kann. Und im Endeffekt mehr oder weniger die gleichen Funktionalitäten wie in der App. Ausgänge forcen, Eingänge simulieren, um einfach vielleicht auch schon eine Vorinbetriebnahme möglich zu machen. Ja, nach oben, auf die Protokolle kommen wir später noch. MQTT und OPC-UA ist besonders zu übergelagerten Systemen hochinteressant, dass man hier direkt aus der Feldebene das Ganze nach oben schicken kann. Was uns hier auch nochmal auszeichnet, ist das Thema Made for TSN, das heißt, die Module sind schon vorbereitet für TSN, ist ja wahrscheinlich eine Technologie, die im Maschinen- und Anlagenbau doch einiges verändern wird und hier können wir nachher über ein Firmware-Update entsprechend nachziehen. Sie sind vorbereitet von der Hardware, sodass wir da wirklich alle Optionen haben und Sie damit zukunftssicher aufgestellt sind. Ja, zu guter Letzt IO-Link, wo ich jetzt auch noch ein bisschen näher drauf eingehen werde. Warum? Weil es für die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau wirklich eine hohe Bedeutung hat. Was ist IO-Link oder woher kommt das? IO-Link ist an sich der erste weltweit einheitliche Standard auf der untersten Ebene, also auf der Sensor- und Akta-Ebene im Feld. Es gibt wirklich mittlerweile über 220 Firmen, die in diesem Konsortium mitarbeiten und Produkte da auf den Markt werfen. Man sieht auch die Entwicklung, also das Thema wächst eigentlich so gut wie jedes Jahr mit 40%. Das ist jetzt die Zahl bis 2019, wo bereits 16 Millionen Knoten installiert worden sind. Also das Thema hat wirklich deutlich an Relevanz gewonnen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt hier auch noch mal ein bisschen zeigen, worum es bei dem Thema geht und warum man IO-Link überhaupt ins Leben gerufen hat. Wir starten ganz links, genau hier, mit der klassischen Parallelverdrahtung. Hier ist es wirklich so, dass Sensoren, Aktoren oder Feldgeräte allgemein wirklich alle einzeln in den Schaltschrank geführt worden sind, in der Parallelverdrahtung, dort einzeln aufgelegt wurden mit Bearbeitung der Kabelenden, was natürlich zeitaufwendig ist und am Ende des Tages auch meistens fehleranfällig ist, da irgendwas nicht richtig kontaktiert ist oder auch einfach falsch gesteckt worden ist. Von da geht es dann vielleicht in der Hauptverteilung und von dort dann auf die eigentliche Steuerung. Deswegen ist man vor vielen Jahren schon dazu übergegangen, auf IP67-Systeme zu gehen. Das sehen Sie quasi in der zweiten Hälfte. Sieht den Laserpointer gerade nicht.
Das ist auf jeden Fall die zweite Kachel. Hier hat man wirklich den Vorteil, natürlich vorher mit Profibus, mittlerweile eher mit Profinet oder ESACAT hier in Deutschland, dass man hier fertig konfektionierte Leitungen benutzen kann, die Sensoren direkt an diese IP67-Feldgeräte anschließt, die Verdrahtungszeiten deutlich minimiert und auch im Fehlerfall, sowohl wenn der Sensor oder der Aktor als auch wenn die Leitung beschädigt ist, die ohne Probleme austauschen kann, ohne dass man an den Schaltschrank muss und dort, erstmal alles abschrauben muss und austauschen muss. Man hat sehr, sehr kurze Wege zu den Sensoren und Aktoren, das macht das Ganze einfach. Was hier jetzt aber noch fehlt, ist wirklich die Diagnose und die Datenermittlung bis in die letzte Ebene. Im Moment stoppt die Kommunikation quasi an dem Feldgerät. Deswegen kam IO-Link eigentlich ins Spiel. IO-Link ist wirklich eine intelligente Schnittstelle für einen sehr, sehr günstigen Preis. Man könnte ja auch in jedes Feldgerät quasi Profinet reinmachen, aber das lohnt sich finanziell einfach nicht. Mit IO-Link kann ich bis zu 32 Byte Input-Output-Daten übertragen und dort kann ich wirklich schon eine Menge Informationen generieren. Da gibt es entsprechend intelligente Sensoren, die Daten sammeln, zum Beispiel also neben dem eigentlichen Schaltsignal, was sie auch oder Analogwert, den sie sozusagen rüberkriegen, kann das die Stillstandszeiten sein, Betriebsstunden sein, Temperaturen interne, vielleicht auch Vibrationswerte, Feuchtigkeitswerte. Da gibt es wirklich schon mittlerweile sehr, sehr viele Sensoren am Markt, sodass man seine Systeme damit aufbauen kann. Neben diesem Nutzen der intelligenten Sensoren kann man auch einfach sogenannte IO-Link-Hubs, die haben Sie vorhin in Kunststoff gesehen, benutzen. An diese IO-Link-Hubs kann man einfach wieder normale digitale Sensoren und Aktoren anschließen. Wieso macht man das Ganze dann und benutzt nicht weiter seine Feldbus-Komponente dort? Weil man sich in der Regel so 30-40% der Kosten sparen kann, weil IO-Link im Gegensatz zum Feldbus eine sehr, sehr günstige Schnittstelle ist. Was jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 3-4 Jahren immer relevanter wird, ist dann das Thema, wie bekomme ich die Daten, die unten erzeugt werden, was ich mit IO-Link jetzt sehr gut hinbekomme, parallel zur Steuerung in die übergelagerten Systeme. Weil viele Daten braucht die Steuerung einfach nicht, um den Prozess zuverlässig zu steuern, sondern die werden in übergelagerten Systeme für Analysen oder für Predictive Maintenance einfach gebraucht. Hier hatten wir es gerade schon gesehen, die Module sprechen OPC, UA oder MQTT, sodass man wirklich hier parallel zur Steuerung die Daten direkt aus dem Feld abgreifen kann und dann auf ein Edge-Device oder halt direkt in die Cloud schicken kann. Das einfach mal kurz, kleiner Kurs zum Thema IO-Link. Genau, und das ist wirklich die Basis. Nur mit den geeigneten Daten wird es möglich sein, digitale Geschäftsmodelle oder Predictive Maintenance umzusetzen. Also ohne, dass ich an irgendeiner Stelle Daten erzeuge, habe ich oben nichts, womit ich arbeiten kann. Und das ist elementar, deswegen haben wir das hier auch nochmal aufgezeigt. Genau, kommen wir gleich zum zweiten Schritt, Daten verwenden. Und jetzt haben wir die Hardware gesehen, um die Daten zu erfassen. Und jetzt haben wir die nächste Hürde. Wir haben die Daten erfasst und jetzt, wie leiten wir sie weiter und wie bereiten wir sie für übergelagerte Systeme vor? Deswegen nochmal hier diese Topologiekarte vom klassischen Automatisierungssystem, jetzt hier in IP67, aber das ist für das IP20-System das Gleiche. Und was wir hier einfach ein zunehmender Trend ist einfach diese Verschmelzung von der IT- und OT-Ebene. Das heißt, IT-Technologien drängen wirklich stark in die OT-Ebene vor. Jetzt haben wir es gerade gesehen, wir können die Signale von dem IO-Link-Master direkt hochschicken in die Cloud oder auch von einem PFC 200. Alternativ kann man auch erstmal ein Gateway oder ein Edge-Device benutzen. Und hier möchte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen näher auf das Thema Edge-Computing eingehen, wieso man das Ganze macht und wieso man nicht alle Daten vielleicht direkt in die Cloud schicken sollte. Genau, dazu gucken wir uns vielleicht erstmal an, was ist ein Edge-Device? Und wofür braucht man es denn? Genau, die Edge bezeichnet quasi, ist eine Kante, ist die deutsche Übersetzung und bezeichnet den Rand eines Netzwerks. Das kann Ihr Maschinennetzwerk sein von einer einzelnen Maschine, das kann das Netzwerk einer kompletten Produktionsmaschine sein oder das kann auch das Firmennetzwerk sein. Das hängt einfach daran ab, welche Daten verarbeiten Sie und wie zeitkritisch sind die. Das Edge-Device ist dann der Zugangspunkt zu diesem Netzwerk und mit Edge Computing bezeichnet man dann die dezentrale Datenverarbeitung am Rand dieses Netzwerks. Das heißt, die Daten werden wirklich an Ort und Stelle hier verarbeitet. Das geht zum einen mit unserem PFC 200. Warum geht das?
weil wir neben der eigentlichen Runtime hier Linux, also Linux als Betriebssystem drauf haben und dort über verschiedene Technologien mehr Software aufbringen können. Und was mit dem System natürlich hochinteressant ist, wir haben hier direkt eine voll funktionsfähige Industrie-EA-Ebene und können alle Schnittstellen direkt in die entsprechenden Systeme transportieren. Man ist natürlich von der Leistung bei diesem PFC 200 entsprechend begrenzt. Es ist, wie gesagt, an sich eine Steuerung und kein richtiges Edge-Device. Deswegen haben wir hier zwei neue Geräte eingeführt letztes Jahr. Das ist zum einen der Edge-Controller, da komme ich gleich noch drauf, was die beiden Geräte unterscheidet, und der Edge-Computer. Und so muss man sich eigentlich auch die Leistungsklassen vorstellen. PFC 200, Edge-Controller und dann Edge-Computer, je nachdem, wie viel Leistung man braucht. Ja, wie kann sowas jetzt im Feld aussehen? Wir haben ganz links, in dem Fall ein Roboter, kann natürlich jegliche Maschine sein. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Daten dort abzugreifen. Wir können es über einen Koppler machen, der mit dem Edge-Controller spricht, wobei der Edge-Controller, hier wirklich den Vorteil hat, wir haben hier wirklich noch eine komplette E-Runtime drauf, also eine SPS-Laufzeit, und können hier wirklich über EtherCAT und Feldbus-Systeme Daten abholen. Zusätzlich ist auch hier ein Linux-System drauf, sodass ich über die Docker-Technologie verschiedenste Fremdsoftware, in dem Fall haben wir jetzt mal Open-Source-Software genommen, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, integrieren kann und nutzen kann. Was gerne genutzt wird, ist gerade Node-RED. Und hier nutzen wir auch in Projekten öfter mal den OPC-UA-Client oder den MQTT-Broker, um Daten weiterzuleiten. Und was ganz interessant ist, man kann direkt auf dem Device Datenbanken anlegen, zum Beispiel eine InfluxDB, die sich ja sehr gut eignet, zeitsynchrone Daten abzulegen und zu speichern. Und Chronograph passend dazu, um diese Daten dann zu visualisieren. Und Telegraph ist ein Dienst in dieser Dreierkette, mit dem man sich Daten entsprechend abholen kann. Wenn man mit der Leistung vom Edge-Controller hier nicht hinkommt, dann kann man hier auf den Edge-Computer gehen. Der hat einfach nochmal einen deutlich stärkeren Prozessor. Der hat intern auch nochmal eine Schnittstelle, um eine externe Festplatte anzuschließen. Und hier kann man im Endeffekt, ist da keine Runtime, keine SPS-Runtime drauf, sondern hier wirklich nur Linux und kann über Docker entsprechende mächtigere Tools aufladen. Hier eine große Influx-Datenbank, zum Beispiel Grafana oder verschiedenste Cloud-Konnektoren. Oder wie gesagt, nicht nur Open-Source-Technologie, auch Fremdhersteller, die ihre Software im Docker anbieten. Genau, da gibt sich natürlich die Frage, was mache ich in der Edge und was mache ich dann in der Cloud, und dafür vielleicht eine kleine Gegenüberstellung, wo es sinnvoll sein kann, ein Edge-Device einzusetzen und wo es sinnvoll ist, direkt in die Cloud zu gehen. Und genau, wo macht Sinn in der Edge? Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wenn man kurze Latenzzeiten braucht. Das heißt, es gibt ein Ereignis im Feld und da möchte ich eigentlich unmittelbar darauf reagieren. Da habe ich meistens nicht die Zeit, das erst in ein Cloud-System zu schicken, zu verarbeiten und wieder runterzuschicken. Und kann ja auch sein, dass die Verbindung gerade nicht da ist, und für zeitkritische Applikationen geht man da auf die Edge. Was auch noch Sinn macht, ist, die Daten auf der Edge vorzuverarbeiten und die Syntax und Semantik so vorzubereiten der Daten, dass die übergelagerten Systeme damit arbeiten können. Hier einfach auch Kosten-Nutzen-Verhältnis. Alle Daten, die ich natürlich irgendwo in der Cloud schicke, kosten mich am Ende des Tages auch in der Regel Geld, und so sollte ich wirklich nur die Daten rausschicken, die auch relevant sind. Ja, Prozess habe ich gerade schon kurz erwähnt, kann auch ohne Internet funktionieren, das heißt, die Produktionsmaschinen können da weiterlaufen und ein Schaden kann verhindert werden, auch wenn ich keine Verbindung zum Internet habe. Was man dabei natürlich beachten muss, die Daten werden dann lokal gespeichert, wie wir es gerade gesehen haben, zum Beispiel auf einer Influx-Datenbank direkt auf dem Edge-Device. Und wenn man diese Daten wirklich sichern möchte, muss man sich geeignete Mechanismen dafür überlegen und die Daten selber sichern. Und damit ergibt sich auch fast schon, ich sag mal, die Applikation für eine Cloud oder die Nutzung einer Cloud. Gerade wenn ich Daten zusammenführen will aus verschiedenen Datenquellen, zum Beispiel aus verschiedenen Prozessen oder auch verschiedenen Werken, dann bietet sich natürlich die Cloud an. Die Daten müssen standortübergreifend erreichbar und verwendbar sein. Und was natürlich hier ein großer Vorteil ist, gerade bei den großen Providern, dass die Daten dann automatisch auch in der Regel gesichert werden und man sich nicht um diese Mechanismen kümmern muss. Das vielleicht mal als Überblick zum Thema Edge Computing.
Ja, jetzt vielleicht noch mal einen kleinen Anwendungsfall. Vago Analytics, wir haben eine eigene Abteilung, die sich mit Analyse von Maschinendaten beschäftigt. Die teilt den Prozess eigentlich hauptsächlich in drei Schritte ein. Der erste Schritt ist ja erstmal, brauche ich irgendwo Hardware, um die Daten zu erfassen. Der zweite Schritt ist, die Daten müssen dann entsprechend aufbereitet werden, lokal oder halt in der Cloud gespeichert werden. Das haben wir gerade gesehen, wann man was machen sollte, könnte. Und der dritte Schritt ist jetzt die Datenanalyse. Da würde ich jetzt gerne noch mal kurz reinspringen, Ihnen einfach schon mal eine kleine Idee geben, wie läuft sowas bei uns ab und welchen Mehrwert können wir daraus ziehen. Genau, der erste Schritt ist da, wenn ich die Daten, wie gesagt, erfasst habe, aufbereitet habe, in der gleichen Semantik mit einem Zeitstempel bekomme, dann machen unsere Data Scientists im Endeffekt eine explorative Datenanalyse. Was bedeutet das? Explorative Datenanalyse bedeutet, dass wir nicht direkt einen Zusammenhang zwischen den Daten selbst erkennen, sondern das über gewisse Algorithmen visualisieren möchten. Deswegen visualisieren wir die Daten erst in verschiedenen Darstellungsformen und können so dann nachher auch gucken, in welcher Darstellungsform wird welches Merkmal am markantesten. Das hat nachher was mit den Algorithmen zu tun, die man da auswählt. In der Zeit gibt es in der Regel zwischen unserem Data Scientist und dem Domänexperten wirklich einen engen Austausch. Das heißt, man muss die Daten, die man dann natürlich sieht und die Phänomene in den Daten irgendwie auch mit Maschinenereignissen matchen und dafür braucht man den Domänexperten. So kann sowas aussehen. Es werden dann auch erste Optimierungspotenziale sichtbar und man erkennt vielleicht auch schon den Einfluss der einen oder anderen Stellgröße auf den Gesamtprozess. Wenn das der Fall ist, dann kann man den Use Case offline simulieren und analysieren, um dann zu gucken, ob wir mit den Daten wirklich das lösen können, was wir vorhaben. Die Kollegen wählen dann geeignete Maßnahmen aus. Das kann Machine Learning sein, das kann KI-Algorithmen sein. Da gibt es ja eine riesen, Vielzahl von Datenbanken oder Algorithmen, auf die man zurückgreifen kann, die einem solche Sachen bewerkstelligen. Der nächste Schritt dann, wir müssen diese Sachen dann auch in den Prozess einbinden. Das heißt, dort ist in der Regel nochmal eine Feinabstimmung der Hardware notwendig, besonders auch die Schnittstellen zwischen den Systemen. Das heißt, die Analytics, die kann ja jetzt auf dem Edge-Device laufen oder auch in der Cloud laufen. Und da muss man halt einfach nochmal die Kommunikation regeln und wie greife ich vielleicht auch in die Maschine ein, um einen Schaden zu verhindern. Genau, danach integrieren wir das Ganze in die Steuerung. Machen einen Test im Live-Betrieb und eine Abnahme. Und ab dem Zeitpunkt werden eigentlich weiterhin kontinuierlich Daten erfasst und analysiert. Und im besten Fall hat man schon die ersten guten Effekte. Wenn man dann das Ganze ein bisschen länger hat laufen lassen, dann wird es wirklich interessant, weil man dann Zusammenhänge und Optimierungspotenziale nutzen kann. Sie sehen rechts so eine Spinnengrafik, nenne ich es jetzt mal. Dort sehen Sie wirklich verschiedene Sensoren, die alle Werte abgeben und die dann Einfluss auf einen anderen Wert nehmen. Und diese Verschachtelung, welche Stellgröße hat wo eine Auswirkung, das ist ja am Ende des Tages elementar und das wollen wir wissen. Und hier kann man wirklich sehr, sehr viele Optimierungspotenziale rausholen. Um da vielleicht eine kleine Idee zu bekommen, vielleicht ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Absauganlage einen Filter und der verschmutzt. Und der naheliegende Parameter ist einfach, ich mache eine Differenzmessung vor und hinter dem Filter und das wird mit Sicherheit der ausschlaggebende Parameter sein. Es gibt aber noch sehr, sehr viele Parameter drumherum, die uns nicht klar sind. Also welcher Prozess läuft gerade an den angeschlossenen Maschinen? Welche Maschinen laufen? Welche Werkstücke werden gefertigt? Und all diese Daten, die kann man zusammenführen und daraus wird eigentlich erst am Ende des Tages ein Mehrwert. Und wir können hier dann auch die Einstellparameter an den Anlagen mit den Domänexperten optimieren und dort wirklich Potenziale heben. Genau, kommen wir zum letzten Punkt der Präsentation, die Schnittstellen zu den Cloud-Systemen. Ja, hier wollen wir uns auf die wichtigsten beschränken. Nochmal kurz eine Topologie dargestellt. Also es gibt in so einem Netzwerk wirklich die verschiedensten Stakeholder, die hier die Daten haben wollen. Das können SCADA-Systeme sein, Cloud-Systeme, ERP-System. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Systeme, die Daten haben wollen und vielleicht auch in unterschiedlichen Formaten und Protokollen. Hier mal die drei klassischen Protokolle, die genutzt werden und ein kleines Beispiel, wann sie auch genutzt werden. Wir haben
ein Großteil Webservices. Ein Webservice wird eigentlich jedes Mal genutzt, wenn Sie auch im privaten Bereich eine Homepage aufrufen. Das läuft alles über Webservices. In der Vergangenheit SOAP und jetzt neu REST. Wird eigentlich benutzt, um verteilte Informationssysteme im IoT-Umfeld natürlich zu vernetzen. Und der Vorteil ist hier, die Systeme können wirklich komplett unterschiedliche Strukturen haben. Die können unterschiedliche Sprachen, also die eine Applikation kann auf Java laufen, die andere auf C# oder C++. Das spielt hier überhaupt keine Rolle, weil hier über einige einfache Befehle das Ganze funktioniert und Daten ausgetauscht werden können. Ein Beispiel ist, wenn eine Applikation sowohl auf dem HMI der Maschine laufen soll, als auch auf dem PC oder auf dem Endgerät. Das nächste Protokoll, was häufig eingesetzt wird, ist MQTT. MQTT ist hier ein sehr robustes Protokoll. Wir haben hier sehr hohe Latenzzeiten und das eignet sich besonders dann auch für Mobilfunkanwendungen. Das heißt, vielleicht ist das Netz auch mal vorübergehend gestört, nicht da. Hier ist einfach eine Zwischenpufferung und die Daten gelangen trotzdem irgendwann noch ins übergelagerte System. Außerdem ist es oben, wie gesagt, ein sehr effizientes Protokoll und deswegen auch geeignet, um wirklich tausende Geräte zu geringen Datenübertragungskosten zu vernetzen. Bei MQTT ist es wirklich so, Sie schicken nur die Daten, die Sie eigentlich haben wollen, weiter. Ein klassisches Beispiel, wo wir es auch selber oft nutzen, ist, dass die Daten in einem Controller über Modem in eine Cloud oder in ein übergelagertes System geschickt werden. Im Industriekontext ist OPC-UA auch ein sehr großes Thema. Warum? Weil man mit OPC-UA die vertikale und horizontale Kommunikation zwischen und unterschiedlichen Komponentenherstellern sicherstellen kann. Und hier will ich nochmal kurz auf die Companion Specifications hinweisen. Die definieren quasi für bestimmte Anwendungsbereiche, wie sollen die Daten kommen, in welchem Format. Bei OPC-UA ist es wirklich so, Sie kriegen quasi immer den kompletten Datenbaum mitgeliefert und können sich dann die Daten raussuchen, die Sie brauchen. Auch hier der Unterschied zum MQTT-Protokoll. Ich brauche dafür natürlich deutlich mehr Ressourcen. Ein kleines Beispiel dazu noch. Die Pumpen von Hersteller A, B und C lassen sich identisch via OPC-UA ins übergelagerte System einbinden. Das heißt, die Pumpendaten, alle drei Hersteller haben sich auf diese Companion Specification geeinigt und haben ihre Daten am gleichen Punkt liegen. Das ist wirklich hier für Automationssysteme und Standardisierung ein Riesenbenefit. Das in Kürze zu den Cloud-Schnittstellen, einfach damit Sie es mal gehört haben und vielleicht auch wissen, für welchen Anwendungsfall nutze ich welche Schnittstelle. Genau, das war es jetzt schon von meinem Part und ich gucke jetzt mal, ob Fragen aufgelaufen sind und wenn nicht, würde ich dann an den Herr Schmutte übergeben. Genau, eine Frage hier. Guten Tag, kann man die Präsentation auch per Mail geschickt bekommen? Ja, klar, das ist möglich. Name steht hierbei, werden wir im Nachgang gerne machen. Dann noch ein paar Testfragen. Gut, dann war es das erstmal soweit. Wir gucken, ob noch welche reinkommen, sonst können wir die auch nach dem nächsten Vortrag noch beantworten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann würde ich jetzt überleiten zum Herrn Schmutte. Wir haben Ihnen quasi gezeigt, welche Hardware es gibt und welche Schnittstellen es gibt. Und Herr Schmutte zeigt Ihnen jetzt, wie das Ganze eigentlich umgesetzt und angewendet wird mit praktischen Beispielen und umgesetzten Projekten. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Herr Pudde, für die Überleitung. Ich starte mit meiner Präsentation jetzt einmal und werde einmal schauen. Als erstes möchte ich ein paar Inhalte zum Unternehmen RS Connect sagen. Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung in der Produktion, mit Industrial 5G und mit digitalen Geschäftsmodellen. Uns gibt es noch nicht ganz so lange. Wir sind in Osnabrück ansässig und bearbeiten das Brownfield vornehmlich und da sind diese Themen überall sehr, sehr wertbringend. Ich steige mal gleich ein in die Agenda für heute, mal aufgeschlüsselt in die Themen, die ich vortragen werde. Es geht um einen einfachen Start bei der Dienstleistung Brownfield-Anbindung, bei der Datenerfassung. Es geht um Docker-Technologien, um die Maschinenprotokolle, Anomalien erkennen und die Daten letztendlich am Ende mehrfach nutzen. Und zum Schluss werde ich nochmal einen Ausblick geben zum Thema Campusnetze, was man heute schon tun kann und was letztendlich dann morgen erst verfügbar sein wird.
Erstmal ein ganz paar Inhalte zum Abgleichen. Also letztendlich in der Produktion sind diese Themen wichtig oder sind vielleicht Ihre Themen und auch Ziele. Zum einen wollen Sie Transparenz und Status der Maschinen und Anlagen sehen. Sie möchten einen reduzierten Ausschuss haben, hohe Produktionseffektivität und auch eine Verfügbarkeit. Und vor allem, das ist uns als Dienstleister wichtig, möchten Sie die gesamte Digitalisierungsreise im Blick haben und ja, wissen, dass Sie eigentlich noch mehr machen können, weil Sie vielleicht heute im ersten Start noch nicht alles investieren wollen, aber vielleicht im zweiten Step in Richtung Predictive Maintenance oder Ähnliches gehen möchten. Ja, und grundsätzlich haben Sie Allgemeinziele. Sie letztendlich wollen Investitionsentscheidungen treffen und wenn Sie Daten nicht erheben, nicht kennen, dann können Sie diese nur aus dem Bauch heraus entscheiden und dafür sind gerade Daten aus dem Bauernfeld sehr, sehr wichtig. Wie geht jetzt so eine Digitalisierung in der Produktion? Ich nenne es mal digitales Retrofitting. Dazu rüstet man Sensoren nach und Datenstörungen und Alarme kann man anzeigen, wenn wir das mal unter dem Begriff digitales Retrofitting verstehen. Das möchten Sie halt so zum Beispiel in Dashboards bringen und die Methoden, die ich heute präsentieren werde, sind diese drei. Das ist eine Maschinenankopplung von Signalen, das ist die Erfassung von Leistungs- und Stromwerten und das ist die Erfassung von Schwingungswerten und weiteren Prozessgrößen. Insgesamt kommen da diese Werte raus, also ein Zyklus, ein Ausschuss, Temperaturen, Energie und so weiter. Und wie kommen die nun dort raus und in dieses Dashboard hinein? Das kann zum Beispiel mit so einer IoT-Box passieren, wenn wir extern an der Maschine installieren. In vielen Fällen installieren wir letztendlich auch intern in der Maschine, sodass wir praktisch dann den freien Platz im Schaltschrank nutzen. Das ist jetzt das Thema bei einer Maschine. Wir beschäftigen uns aber eben auch mit dem Thema Datenmanagement und Modellierung und das wird vor allem bei heterogenen Maschinenparks wichtig. Bei einer Maschine ist das alles noch sehr übersichtlich, bei vielen verschiedenen Maschinen ist es sehr, sehr ja, unterschiedlich, wie die Daten aus den Maschinen rausgeholt werden können. Grundsätzlich wollen wir sie irgendwohin transportieren, in ein MES, in ein ERP. Und das können wir zum Beispiel, wie der Polo eben schon angedeutet hat, mit dem Protokoll OPCOA machen. Und vielen Dank für die Vorbereitung dieses Themas. Tatsächlich, wenn wir keine Companion Specification haben, dann kommen da nämlich unterschiedliche Prozessgrößen raus, unterschiedlich formatiert. Und das können Sie hier oben an der IT einfach nicht gebrauchen. Da brauchen Sie letztendlich immer einen einheitlichen Wert oder ein einheitliches Verständnis für diesen Datenpunkt. Und an der Stelle ja, hilft RS Connect als Dienstleister, diese Standardisierung vorzunehmen, die Daten so aufzubereiten, dass sie letztendlich am Ende dort passend interpretiert werden können. Und hier schon ein kleiner Hinweis auf die MVP-Plattform, was die Frau Lohmann und der Herr Münch später vorstellen werden. An der Stelle sprechen wir über Semantik und gerichtete Kommunikation bzw. aussagekräftige Datenpunkte. Das ist jetzt mal ein erstes Beispiel, wie sowas letztendlich realisiert wird. Das heißt, hier an der Stelle gibt es Optokoppler, die hier in dem Schaltschrank, ich versuche es mal mit der Maus zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht. Sieht nicht so aus. Da war sie gerade. Hier an der Stelle sind zum Beispiel Optokoppler, die wir verbaut haben. Da greifen wir parallel und damit galvanisch getrennt und unabhängig vom Prozesssignal die Signale ab und verwerten die dann für unsere Datenweiterverarbeitung. Das zweite Beispiel ist die Installation von einem Schwingungssensor, der gleichzeitig mehrere Werte liefert: Schwingung, Temperatur, Umgebungsdruck, Luftfeuchtigkeit und vieles mehr. Und hier in dem Beispiel mal ganz oben rechts gezeigt, ist es so, dass wir dort diesen Sensor an der Spindel so einer Drehmaschine jetzt als Beispiel direkt platzieren und ja, sehr effektive Werte dann ermitteln können. Und wofür ist so ein Sensor denn eigentlich nun da? Jetzt
gucken wir schon so ein bisschen auf das Thema Predictive Maintenance. Sie können natürlich Anomalien damit detektieren, erkennen und natürlich abstellen. Und vor allen Dingen können Sie mit so einer Technologie oder mit dieser Lösung herausfinden, welches sind denn überhaupt die wichtigen Daten. Viele, ja, ich sag mal, Installationen, da ist es vielleicht wünschenswert, wenn so viel wie möglich Daten rauskommen aus der Maschine, aber die liegen zu treffen, ist noch viel, viel effektiver und genau das machen wir mit unserer Lösung hier transparent, dass wir also genau auf sowas schauen können und danach können wir in die Analyse dieser Datenpunkte viel, viel tiefer reingehen, denn dann wissen wir ja, da ist ja irgendetwas nicht korrekt. Jetzt zum Thema Predictive Maintenance auch nochmal an dem Beispiel von diesem Sensor. Auch das hat Herr Prodo eben kurz schon angedeutet. Das Thema Verarbeitung on Edge, also direkt an der Maschine das Signal verarbeiten und auswerten. Und Sie sehen das in diesem roten Ausrufezeichen zum Beispiel. Wenn also ein Schwellwert zu hoch ist, dann können wir direkt an der Kante, direkt an der Maschine diesen Datenpunkt entscheiden und letztendlich eine Aktion ausführen, zum Beispiel irgendwas abschalten oder runterfahren oder jemanden alarmieren und sind nicht auf Kommunikation via Internet oder Server beschränkt. Was können wir denn als Mehrwert noch mit so einem Sensor machen? AirS Connect bietet dort eine Lösung, dass wir nicht nur die Schwingung erfassen, natürlich sehr, sehr interessant und wichtig ist für diese Anomalien, aber so wie wir es hier im hinteren Diagramm sehen, können wir auch die einzelnen Zyklen detektieren und damit die Stückzahl zählen. Das heißt, wenn wir hier mal auf diesen rechten Balken schauen, dann steht da jetzt Anzahl Teile 3. Das heißt also, wir haben an der Stelle eine Zählart und auch die Laufzeit dieses Zykluses kann damit detektiert werden. Und das ist ein Mehrwert unserer Lösung. Also Sie haben sich vielleicht für Anomalie oder für Predictive Maintenance entschieden und können gleichzeitig die Maschine lesen mit diesem Sensor und haben halt die wichtigsten Maschinendaten, nämlich läuft sie oder läuft sie nicht. Das Gleiche ist mit elektrischen Energiedaten sehr, sehr sinnvoll. Ich hole sie einmal ganz kurz ab. Ich lasse das mal gerade hier so einblenden, was alles sehr, sehr wichtige Themen sind zum Thema Energiedaten erfassen in Produktionsanlagen oder in der Produktion. Und es geht zum einen um elektrische Energie, aber auch zum Beispiel um Druckluft, was ebenfalls häufig ein großer Energieträger und ein Kostenträger ist. Die grauen Punkte sind an der Stelle jetzt mal sehr deutlich hervorzuheben. Also die Kombination mit Maschinendaten ist dadurch sehr, sehr interessant. Erst wenn ich weiß, dass die Maschine läuft, erst dann zum Beispiel auf die Analyse der Scheinleistung zu schauen. Das ist sehr, sehr wichtig oder überhaupt ein Abbild davon zu haben, wann könnte ich jetzt vielleicht eine Stufe tiefer mit meinem Frequenzumrichter fahren. Überhaupt ist es möglich, mit einer offenen Lösung die Datenpunkte an weitere Systeme zu geben, zum Beispiel an ein Energiemanagementsystem, wenn ich eigentlich den Fokus habe, Maschinendaten zu erfassen. Der obere rechte Punkt, modulare Erweiterung, das ist mir vielleicht nochmal hier an diesem Beispiel auch sehr wichtig und wird sehr, sehr klar. Wenn ich also oben rechts in dem Bild ist diese graue IoT-Box, das heißt, an der Stelle steckt jetzt so ein Edge-System drin, was Energie ist. Und an den Hauptschaltern können Sie gut erkennen, wie modulare Erweiterung gedacht ist. Also Sie fangen klein an, Sie messen erstmal einen Kreis und können sich dann weiterhangeln und messen dann weitere. Und das ist letztendlich diese Weitsicht, die ich eben kurz angesprochen hatte, dass Sie die Digitalisierungsreise im Blick haben können. Und da liefern wir sehr gerne offene Systeme. Hier nochmal ein paar Dashboards, die Sie bei uns mitbekommen für die Transparenz. Und aufgerufen werden diese Dashboards alle in dem ganz normalen Browser, sind also HTML5-Formate, die Sie dann direkt mit dem Zugriff auf das Edge-Device dann letztendlich sehen. Auch dort haben wir einen Mehrwert. Genau wie eben mit den Schwingungsdaten gezeigt, können wir auch mit den elektrischen, können wir die elektrischen Energiedaten interpretieren. Und in dem oberen Bild sehen wir, dass zum ersten die Maschine nicht läuft, dann ist sie eingeschaltet worden und hinten, wo die hohen Ausschläge sind, da sieht man dann, dass die Maschine tatsächlich produziert. Und ja, vielleicht ein MES-System oder letztendlich ein Empfänger von Daten, der will gar nicht diese Details wissen, sondern der will im unteren Bild nur sehen, die rote Linie, läuft die Maschine oder läuft sie nicht.
Und das können wir detektieren anhand der Auswertung von Wirkscheinen und Blindleistungen, der Analyse dessen. Und natürlich können wir Predictive Maintenance damit genauso machen. Die Datenauswertung kann langzeitmäßig bei uns passieren. Wir speichern in einer CSV-Datei mindestens 6 Monate. Wenn wir mal so von 30, 40 Datenpunkten ausgehen, können Sie in der Historie noch Daten sich anschauen und prüfen, wie letztendlich die einzelnen Werte in Korrelation zum Beispiel gewesen sind. Das Thema Cloud-Anbindung möchte ich auch hier kurz zeigen. Unten rechts mal wieder andere IoT-Box, die die Daten letztendlich per Mobilfunk in die Cloud schickt. Links daneben mal das Beispiel. Das passiert an diesem Punkt jetzt tatsächlich über OPCOA, die Kommunikation dazwischen. Und ja, die Box ist jetzt in diesem Fall zusätzlich auch noch mit WLAN ausgestattet, sodass dann ein prima Zugriff von allen Seiten erfolgen kann. Das ist unsere Struktur. Das heißt also, wir sind für den linken Bereich. Wir erfassen die Daten hier an der Schnittstelle der Maschinen, bringen die zur Anzeige, haben im Prinzip einen Blick auf die Anomalien und übergeben die Daten per OPCOA und MQTT oder per Webservices, je nachdem, wie es dann gerade erforderlich ist. Und das können Cloud-Systeme sein, das können lokale IT-Systeme sein, MES-Systeme sein, das kann die MEP-Plattform sein, von der Sie später noch mehr hören werden. Wichtig ist uns zu sagen, dass wir generell keine wesentliche Veränderung an der Maschine vornehmen. RS Connect bestätigt das auch in schriftlicher Form, dass wir also geprüft haben, dass es kein neues Sicherheitsrisiko gibt, dass keine neue CE-Approbation zum Beispiel erforderlich ist, weil wir eben Nachrüstung von Sensorik letztendlich umsetzen und das bescheinigen wir dann auch. Jetzt mal ein Blick auf ein paar Anwendungen. Hier ist es so, dass dahinter eine Stahlschneidemaschine steckte mit der Transparenz. Und am Ende ist es so, dass der Kunde an der Stelle den Energieverbrauch natürlich wissen wollte seiner Maschine. Aber er wollte eben auch wissen, ist die überhaupt online? Also ist die eingeschaltet, die Maschine, und läuft die Maschine? Und das machen wir ausschließlich über die Identifikation der Energiedaten. Das heißt also, mit der Leistungsmessung sind wir dort in der Lage, das zu tun. Übergabe war hier an der Stelle OPCOA an ein MES-System in diesem Projektbeispiel. Das zweite ist jetzt sehr ausführlich. Da sind tatsächlich viele Dinge eingeflossen in dieses System. Da will der Kunde einmal sein OEE erkennen, seine Gesamtanlageneffektivität, er will Energiewerte wissen. Im Übrigen pro Auftrag bekommt er eine E-Mail. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, bekommt er aus diesem System, aus dieser IoT-Box, die Sie dort sehen, eine E-Mail. Er wollte eine Störgrundrückmeldung haben. Das heißt, da vorne ist ein kleines Touchpanel, ist ein kleines HMI mit in dieser IoT-Box hier zu sehen. Und da gibt der Bediener dann an, wenn die Maschine nicht läuft, warum sie nicht läuft. Also ist da gerade der Rüstvorgang, muss er programmieren oder ist gerade eine Pause? Ja, und das ist letztendlich am Ende das Thema Big Data Vorbereitung. Der Kunde will hier Daten sammeln, damit er nachher Analysewerkzeuge ansetzen kann und hat gleichzeitig schon mal eine hervorragende Transparenz mit diesem System. Dann nochmal einen dritten Punkt, den ich gleich nochmal im Detail bisschen näher erläutere, aber hier schon mal in der Grobansicht. Da geht es darum, jetzt mal keine Box zu installieren, sondern tatsächlich in den Schaltschrank ist die Technik eingeflossen. Und ja, es ist die Steuerung Sinumerik 840D SL, aus der lesen wir Daten raus, reichern die mit Energiedaten an und übertragen das dann ein überlagertes System per OPCOA. Und da kommen viele Daten raus. Das sind jetzt an der Stelle zum Beispiel Energiewerte, das ist das CNC-Programm, also der Programmname an sich. Ist das Programm gestoppt oder läuft es gerade? Und das Ganze zeige ich jetzt mal, wie das letztendlich aufgebaut wird. So ist im Prinzip die eigentliche interne Struktur in der Maschine. Das heißt, die Maschine kommuniziert mit einem Bediengerät. Das ist in der Regel vorne an der Maschine dran. Und jetzt rüsten wir praktisch Signalerfassung. Das kann Schwingung und Energie sein. In diesem Fall war es Energie auf so eine Steuerung nach.
und haben da unser Engineering-Konzept und haben eine Kundenschnittstelle, die per OPCOA oder MQTT erreichbar ist. Das kann dann das IT-Netz sein, das kann die MVP sein. Hier ist mal eine Darstellung der einzelnen Schnittstellen, die wir dort brauchen. Und das ist jetzt eigentlich der Kanal zu den Maschinendaten, also zu den eigentlichen realen Daten. Das passiert mit einem Docker, mit der Docker-Technologie, die Herr Polo eben schon angesprochen hat. Das heißt, also auf dem Gerät, auf dieser Steuerung sitzt im Prinzip ein Container mit Software, die Maschine 840T ausliest. Und dieser Container kommuniziert mit der SPS, mit der eigentlichen Steuerung, wieder per MQTT auf einem eigenen Broker, der ebenfalls auf der Steuerung in einem Docker-Container liegt. Und das ist jetzt sehr attraktiv, auch für die Zukunft, für Dinge, die noch kommen können. Denn wir können die eigentliche Installation der Maschinenanbindung gleichhalten und tauschen bei einer anderen Maschine im Prinzip nur diesen Docker aus und sind dann flexibel und können flexibel reagieren auf andere Maschinensysteme. Das ist eine sehr effiziente Art der Datenerfassung. Ja, und jetzt komme ich zum Thema OPCOA via 5G Campusnetz. Was ist also heute schon anwendbar und was können wir da tun? Und dazu übergebe ich, beziehungsweise gebe ich mal einen kurzen Überblick. Wir sprechen bei dem Thema Industrial 5G ausschließlich über den Frequenzbereich 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Wir bei RS Connect tun das so, über diese 100 Megahertz, die von der Bundesnetzagentur im Übrigen technologieneutral zu haben sind. Und die Haupteigenschaften industriellerseits sind Echtzeitanbindung, hohe Datenraten, geringe Latenz, eine hohe Datensicherheit, eine Zuverlässigkeit, vor allem Flexibilität im eigenen Netz. Lokalisierung ist möglich. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, wenn wir diese Eigenschaften nutzen wollen, dann ist es im Prinzip so, dass der untere Block, dieser Eigenbetrieb, wichtig dafür ist, denn nur so sind sie in der Lage, in ihrem eigenen Netzwerk diese Eigenschaften auszuführen. Die anderen Bereiche, die sie im Industrial 5G nutzen können, mit Providern zusammen agieren zum Beispiel, sind ebenfalls sehr wichtig für verschiedene Anwendungen. Also im oberen Block ist es so, dass wir ausschließlich im öffentlichen Bereich funken. Darunter der Block, da bietet Ihnen der Provider ein hybrides Netz an. Das heißt, er stellt Ihnen sozusagen eine eigene Antenne aufs Dach für Ihr Unternehmen. Und im dritten Bereich hier drunter haben Sie Ihr eigenes Netz, was vom Provider gehostet wird. Alle Systeme haben ihre Vorteile. Wenn Sie wirklich in harte Echtzeitanwendung gehen wollen, dann ist ausschließlich der Eigenbetrieb dafür dann nutzbar. Dazu gibt es ein paar Hilfsmittel. Das sind zwei ganz hervorragende Leitfäden, einmal vom BMWi und einmal vom VDMA. Kann ich nur dazu anraten, sich so etwas mal anzuschauen, wenn Sie in den Start für dieses Thema reinschnuppern. Was gibt es denn jetzt eigentlich für Komponenten in so einem Netzwerk? Da gibt es einmal ein Core-Network, dann gibt es ein Transport-Network hier auf der mittleren Ebene. Und dann gibt es natürlich Antennen und Endgeräte. Wir kennen das unter Modems. Die Mobilfunktechniker haben da AirGriff User Equipment im Kopf dabei. Interessant zu wissen, dass diese Transportschicht in der Mitte, dass die auf jeden Fall Standard-IT-Technologie ist. Man kann jetzt zwar kein WLAN oder LAN mit einem 5G-Netzwerk irgendwie wild durcheinander mischen, aber die Komponenten, die man einsetzt, das sind auf jeden Fall die gleichen. Ja, und industriell mal geschaut, was ist denn eigentlich jetzt schon machbar? Die Firma Siemens hat hier eine tolle Aufstellung mal gebracht in Bezug auf die Releases. Also was kann man heute schon nutzen und was erst morgen? Wir sind hier im mittleren Block im Release 16 aktuell. Das ist verabschiedet und verfügbar, rein von der Spezifikation. Es ist aber so, dass davon noch fast bis gar keine Produkte am Markt sind, denn die gibt es nur mit Release 15. Und diese harten Echtzeitanforderungen zum Beispiel, die werden frühestens mit Release 17 nutzbar. Das heißt, darauf müssen wir uns sicherlich noch ein bisschen gedulden. Aber was schon möglich ist, das zeige ich gleich nochmal. RS Connect bietet an der Stelle Hilfe und Unterstützung und ja, evaluiert Technologien, die am Markt verfügbar sind, zum Beispiel 5G-Router. Und da arbeiten wir mit der Plattform 5G zusammen und sind an der Stelle ja, Daten und Tester für diese Plattform.
Wir sind auch selbst Lizenzinhaber. Das heißt, die Bundesnetzagentur hat hier einen Frequenzbereich auch für uns zur Verfügung gestellt. Und hier im Hintergrund sehen Sie in dem Bild mal so eine Antenne. Das ist Office-Technologie aktuell, die Sie dort sehen, eben in Ermangelung der verfügbaren industriellen Geräte. Aber Sie können das da an der Stelle schon nutzen. Und was geht denn real schon? Zum Beispiel, wie eben gezeigt, so eine OPC-UA-Schnittstelle. Das heißt also, die Daten werden erfasst und per 5G oder via 5G wird OPC-UA übertragen, entweder an ein IT-System oder so, wie es hier mal dargestellt ist, an einen OPC-UA-Client, den wir an der Stelle in schlanker Form auch mitliefern können. Ich bringe das mal zum Fazit. Das heißt, wir 5G hat für oder es gibt vieles eine Lösung, aber 5G hat das Potenzial, eben alles auf eine Technologie zu bringen. AirS Connect bietet einen Grundlagenworkshop dazu an, den wir sehr Ihnen ans Herz legen möchten und auch empfehlen, bevor Sie in die eigentliche Umsetzung, in den Aufbau gehen, wo wir natürlich auch mit unterstützen. Dieser Grundlagenworkshop fokussiert sich eben auch in dem Workshop-Teil auf die Use Cases in Ihrem Unternehmen, die dort machbar sind und möglich sind, und dauert einen Tag. Ja, und zum Schluss noch mal ein paar interessante Partner und Referenzen, die wir hier schon in der kurzen Zeit realisiert haben. Und damit schließe ich jetzt auch das Thema und lasse noch mal die einzelnen Geschäftsbereiche mit den wichtigsten Punkten einfliegen und wäre damit bereit, Fragen zu beantworten. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich schaue mal kurz, es sind auch die ersten Fragen reingekommen. Starte ich mal mit der letzten Frage, weil die auch das letzte Thema betrifft. Sollte ich mich mit 5G wirklich heute schon beschäftigen, wenn der Markt noch gar nicht so viel hergibt? Also ich kann das oder wir können das nur empfehlen, tatsächlich sich jetzt schon damit beschäftigen, weil wenn man ein eigenes 5G-Netzwerk aufbaut, dann wird man zum Provider im Unternehmen und dazu müssen Sie Kompetenz aufbauen und dafür brauchen Sie Zeit, brauchen die Mitarbeiter Zeit und deswegen empfiehlt es sich absolut jetzt zu starten, mit kleinen, schlanken Lösungen zu starten, sicherlich den Use Case zu kennen und zu erarbeiten. Aber tatsächlich klein zu starten, mal Reichweitenmessungen zu machen und ähnliches. Also dafür die Zeit jetzt nutzen, sodass Sie dann in vielleicht 1, 2 Jahren in die richtige Realisierung reinkommen. Aber wenn Sie schon real was umsetzen möchten, so wie eben gezeigt, eine OPC-UA-Strecke von der alten Maschine, das ist natürlich jetzt schon möglich. Also wir empfehlen absolut schon zu starten, wenn auch nicht gleich für alles, aber das ist auch dort modular dann erweiterbar. Okay, gut. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten ja, gerne nochmal was dazu schreiben. Dann kommen wir hier zur zweiten Frage. Was ist die größte technische Herausforderung bei der Vernetzung/Integration von Systemen? Na, die größte Herausforderung ist sicherlich, dass jede Maschine individuell und unterschiedlich ist. Das heißt also, man könnte meinen, dass es immer ein individuelles Projekt wird an der Stelle. Wir kennen uns, weil wir das tagtäglich machen, natürlich damit jetzt genau aus und bieten unseren Kunden die Möglichkeit, das planbar, auch was die Kosten anbetrifft, planbar umzusetzen. Das heißt, nach einer kurzen Besichtigung der Maschine können wir dafür auch wirklich einen fixen Preis nennen, was so eine Anbindung dann dabei bedeutet. Und oftmals ist es so, dass eine Herausforderung ist, dass der Kunde seine Maschine gerne über das vorhandene Protokoll anbinden möchte. Das machen wir auch sehr gerne. Das prüfen wir immer als allererstes. Nur leider ist es so, dass dann nach der Frage der Protokollbeschreibung schnell klar wird, dass wir es so denn doch nicht umsetzen können. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob eine Nachrüstung von Sensorik nicht an der Stelle sinnvoll ist. Aber es sind tatsächlich solche Herausforderungen. Die IT-Übertragung ist sicherlich auch immer noch eine Herausforderung. Ports müssen freigeschaltet werden. Auch für OPC-UA letztendlich brauchen wir eine Portfreischaltung, die in vielen IT-Systemen dann vielleicht gar nicht vorhanden sind. Okay, vielen Dank. Das waren dann auch die Fragen. Ja, da bedanke ich mich schon mal an der Stelle beim Herrn Schmutte. Wir sehen ihn nachher noch mal kurz, keine Sorge. Und wird jetzt an die Kollegen von MPDV übergeben. Der Herr Schmutte hat in seinem Vortrag das Thema MIP ja kurz erwähnt und gezeigt.
Deswegen freue ich mich jetzt auf die beiden Kollegen, Frau Lohmann und Herr Münch, die uns da ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Herr Polo, auch für diese Überleitung. Zunächst auch vielleicht erstmal von uns nochmal einen schönen guten Morgen. Warten wir noch einen kleinen Moment, bis dann auch unsere Präsentation startet. Ja, wir haben bis hierher ja gesehen, wie insbesondere Maschinendaten erfasst und auch visualisiert werden können. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir Ihnen nun zeigen dürfen, wie es denn nach der eigentlichen technischen Datenerfassung weitergeht. Und in unserem Beitrag soll es also darum gehen, welches Potenzial in diesen Daten steckt und wie Sie diese darüber hinaus eben gewinnbringend nutzen können. Ja, damit Sie uns vorab aber auch erst noch mal etwas besser kennenlernen, möchte ich Ihnen ganz gerne noch einen kleinen Einblick darüber geben, wer wir denn eigentlich sind. Wir, die MPDV, sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und bei uns dreht sich alles um die Fertigungs-IT. Also das heißt, wir entwickeln Softwarelösungen für die Fertigung und sorgen damit eben für Transparenz und Effizienz. Und wir beschäftigen uns jetzt schon seit über 40 Jahren ausschließlich mit Fertigungsoptimierung. Dabei kommen wir traditionell aus dem MES-Umfeld und dort haben wir mit den Bereichen Maschinen- und Betriebsdatenerfassung und Personalzeit angefangen. Und unser Portfolio hat sich dann eben weit über das hinaus entwickelt, was per Definition von einem MES überhaupt gefordert wird. Ja, und mittlerweile befinden wir uns in der vierten Generation der Fertigungs-IT und widmen uns daher sehr stark eben dem Thema Integrationsplattform. Unsere heute rund 500 Mitarbeiter verteilen sich insgesamt auf unsere 13 Standorte weltweit, nämlich auf Europa, Nordamerika und Asien. Wir sind quasi ja im Laufe der Zeit so mit unseren Kunden gewachsen und sind so an den wesentlichen Produktionsstandorten dieser Welt für unsere Kunden vor Ort vertreten. Und so kommen wir auch auf insgesamt 900.000 Menschen, die tagtäglich mit unserem System arbeiten. Ja, und wie auch schon unser Claim in unserem Logo verrät und man hier auch auf der Folie sieht, We Create Smart Factories, unterstützen wir eben die Unternehmen aktiv bei der Transformation ihrer Produktion hin zu einer Smart Factory. Ja, wer sind wir? Mein Name ist Christina Lohmann. Ich spreche heute aus unserer Niederlassung im nordrhein-westfälischen Hamm zu Ihnen. Und mitgebracht habe ich meinen Kollegen, den Steffen Münch, aus unserer Zentrale in Mosbach in der Nähe von Heidelberg. Hallo. Ja, wir betreuen gemeinsam ein sogenanntes Ökosystem aus Kunden und Anwendern unseres Zukunftsprodukts, nämlich der MIP. Oder ausgesprochen bedeutet das die Manufacturing Integration Plattform. Ja, auf unserer Titelfolie steht ja schon Digitalisierung in der Produktion als Basis für Ihre Smart Factory. Wir bei der MPDV haben für unsere Kunden ein sogenanntes Vier-Stufen-Modell entwickelt, mit welchem wir Sie quasi auf dem Weg zu genau einer solchen Smart Factory unterstützen möchten. Ja, bekanntlich heißt es ja auch so schön und ich finde es hier ganz passend, der Weg ist das Ziel. Unsere Kunden nutzen das Modell auch gerne für ihre eigene Standortbestimmung oder als Orientierungshilfe für die zukünftige Digitalisierung und Ausrichtung ihrer Fertigung eben zu der Smart Factory. Wie sieht das Modell denn jetzt konkret aus? Ja, angefangen mit der Stufe 1, die transparente Fabrik. Das Ziel dieser ersten Stufe ist es, die Fabrik transparent werden zu lassen, wie es ja auch im Namen steckt. Also Unternehmen müssen wirklich jederzeit über alle Ereignisse in der Fertigung eben informiert sein. Und um das zu erreichen, ist natürlich erstmal eine grundsolide Datenbasis notwendig. Also ja, man kann auch sagen, mit der ersten Stufe löst man eben eine vorhandene Blackbox in der Fertigung auf. Jetzt kommt das Aber. Obwohl die dafür benötigten Technologien und Methoden ja auch schon wirklich seit vielen Jahren verfügbar sind, wissen noch immer doch zu viele Unternehmen zu wenig über ihre Produktionsabläufe und insbesondere Betriebs- und Maschinendatenerfassung führen eben zu mehr Transparenz in der Produktion. Das Thema
Maschinendatenerfassung, wie wir es dann jetzt auch bis hierher gehört haben, wäre also auch ganz klassisch und ganz klar hier in dieser Stufe anzusiedeln. Das heißt, diese Stufe bildet das Fundament und daher ist es eben wichtig, dass natürlich die Datenerfassung vollständig und natürlich auch fehlerfrei geschieht. Auf Basis dieser ersten Stufe wächst auch immer mehr die Bedeutung einer sogenannten reaktionsfähigen Fabrik, hier die Stufe 2. Ja, das gründet im Wesentlichen eigentlich auf zwei Dinge. Also erstens läuft ja in der Fertigung selten alles nach Plan und zweitens ändern die Kunden oftmals auch nachträglich ihre Wünsche bezüglich der zu produzierenden Artikel. Also kurz gesagt, die Fertigung muss eben auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren. Und je schneller und flexibler das natürlich funktioniert, desto weniger Verluste entstehen dabei, ganz klar. Klassische Beispiele für Störungen in der Fertigung sind eben zum Beispiel Werkzeugprobleme, erkrankte Mitarbeiter oder falsch angeliefertes Material und so weiter. Also in der Regel haben Kunden dafür natürlich auch meist wenig Verständnis und erhöhen den Druck auf die Produktion sogar eher noch eben zusätzlich durch ihre kurzfristigen Änderungswünsche. Ihre IT- bzw. OT-Lösung sollte eben daher wirklich die komplette Produktion mit allen beteiligten Elementen überblicken und auch darstellen, denn so können eben einerseits die Störungen frühzeitig erkannt werden und andererseits natürlich auch Ausweichmöglichkeiten aufgezeigt werden. Ja, und das funktioniert auch ohne, dass eben eine Störung oder eine Änderungsanfrage eines Kunden zahlreiche Telefonate, E-Mails oder kurzfristig einberufene Besprechungen nach sich zieht. Gehen wir noch eine Stufe weiter, kommen wir zur selbstregelnden Fabrik und KI. Dabei geht es eigentlich darum, dass ein bestimmter Fertigungsablauf bzw. Prozess sich selbst so reguliert, dass die vorgegebenen Parameter möglichst gut eingehalten werden. Und mit zusätzlichem Einsatz von künstlicher Intelligenz kann eben im Idealfall auch eine Abweichung vorausgesehen und eben dieser natürlich automatisch mit eingeleiteten Maßnahmen vorab gegengesteuert werden. Bei der vierten Stufe handelt es sich dann um die funktional vernetzte Fabrik und die sogenannte Interoperabilität. Hierbei geht es um die Zusammenführung von den Daten aus den verschiedenen Punkten in der Wertschöpfung oder eben auch den daran indirekt beteiligten Systemen, wie eben zum Beispiel aus der Logistik, Gebäudemanagement etc. Und da die Daten natürlich aus verschiedenen IT-Systemen herangezogen werden, verläuft deren Kommunikation über Systemgrenzen hinweg. Und dann sprechen wir eben von dieser sogenannten Interoperabilität. Ja, bislang hat sich unsere Veranstaltung ja doch eher auf die ersten beden Stufen bezogen. Wir möchten hieran im Folgenden jetzt ganz gerne anknüpfen, indem wir Ihnen einfach zeigen, wie Sie die erfassten Daten auch wirklich nutzen und damit den nächsten Schritt zur Smart Factory gehen können. Ja, damit einmal zu dir, Steffen. Ja, vielen Dank, Christina. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Stufe 1, also die transparente Fabrik, das Fundament für alle weiteren Schritte in Richtung Smart Factory ist. Und ich möchte an dieser Stelle gerne die vielleicht etwas provokante Frage stellen. Bedeutet eine Datenerfassung jetzt auch automatisch, dass wir Transparenz schaffen? Und dazu habe ich Ihnen ein Kundenerlebnis mitgebracht, eins aus dem Alltag. Wir hatten einen neuen Kunden für unser MES gewonnen und in einem der ersten Workshops, dem sogenannten Big Picture Workshop, da ging es dann um die bestehende IT-Infrastruktur, die der Kunde schon hat und in die wir uns dann mit unseren Systemen integrieren sollten. Und dann wurde natürlich die Frage gestellt, was ist denn schon im Einsatz, was haben Sie denn an produktionsnaher Software oder an Shopfloor-Lösungen? Und der Kunde hat dann ganz stolz erzählt, dass er bereits ein Industrie 4.0-Projekt abgeschlossen hat. Jetzt ist es so, der Kunde hat eine Montageabteilung und ähnlich wie Sie das hier auf diesem Bild sehen können, geht es darum, Gehäuseteile miteinander zu verschrauben. Das ist die Aufgabe und diese maximalen Drehmomentwerte, die beim Verschrauben dann entstehen, die werden direkt im Drehmomentschrauber schon erfasst und in einer dazugehörigen Drehmoment-Datenbank gespeichert. Soweit so gut. Jetzt haben wir gefragt, ja, was machen Sie denn mit diesen Daten? Wie werden die bei Ihnen im Unternehmen genutzt? Und dann kam etwas, eine zurückhaltende Antwort, die dann hieß, hoffentlich gar nicht. Hoffentlich müssen wir in diese Datenbank nie mehr reinschauen. Kurze Irritation.
Was liegt da dahinter? Der Gedanke des Kunden war, naja, wenn man eine Reklamation hat, wenn sein Endkunde ein Gehäuse reklamiert, dann möchte man nachträglich prüfen können, wie die maximalen Drehmomente an diesen Verschraubungen gewesen sind, um auf eventuelle Fehler Rückschlüsse ziehen zu können. Jetzt ist aber so, dass in dieser Datenbank lediglich der Zeitpunkt der Verschraubung, der verwendete Schrauber und der Drehmomentwert gespeichert waren. Und dadurch war es natürlich sehr aufwendig, überhaupt einen Bezug zu dem reklamierten Artikel oder dem Fertigungsauftrag herzustellen. Die Informationen, die dafür notwendig wären, die waren in dieser Datenbank schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Klar, woher sollte denn auch dieser Drehmomentschrauber wissen, an was für einem Artikel oder im Rahmen welchen Auftrags er jetzt gerade die Verschraubungen vornimmt? Das heißt, die Frage, ob Datenerfassen automatisch auch Transparenz schafft, müsste man an der Stelle vielleicht mit nicht zwangsläufig beantworten. Ja, weil damit die Daten, die wir haben, auch Informationen generieren, Informationen, die uns einen Mehrwert schaffen, müssen wir sie erstmal in den richtigen Kontext bringen. Genau wie Herr Polo vorhin im Beispiel hatte, wir brauchen verschiedene Bezugspunkte, verschiedene Messgrößen, um einen Zusammenhang überhaupt erkennen zu können. Nämlich in Kombination bei unserem Beispiel mit einer Auftragsnummer oder mit einer Seriennummer wäre die gewünschte Information deutlich einfacher zu finden gewesen. Jetzt ist es häufig so, dass genau diese Informationen im Unternehmen ja schon in anderen Systemen vorliegen. Wenn diese Systeme, die ich jetzt mal hier in dieser Darstellung aufgeführt habe, exemplarisch jetzt nicht miteinander verbunden sind, dann sprechen wir hier von Insellösungen. Und auf unsere Geschichte bezogen bedeutet das, in der Drehmoment-Datenbank. In der Drehmoment-Datenbank, da stehen jetzt der verwendete Schrauber, der Zeitstempel der Verschraubung und das maximale Drehmoment. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Der Kunde allerdings, der reklamiert ja einen Artikel, von dem er entweder eine Seriennummer kennt oder einen Kundenauftrag. Und den Kundenauftrag, den haben wir vielleicht in einem anderen System, zum Beispiel dem ERP, mit dem Fertigungsauftrag verknüpft. Das heißt, über diesen Weg, Kundenauftragsnummer, können wir schon mal einen Rückschluss auf den Fertigungsauftrag ziehen. Und vielleicht gibt es noch ein drittes System, das könnte jetzt ein Betriebsdatenerfassungssystem sein. Da würde dann drinstehen, an welchem Datum welcher Auftrag denn gefertigt wurde und welche Seriennummern geführten Artikel dann dabei auch entstanden sind. Und das ist tatsächlich der Weg, den auch dieser Kunde dann gehen musste, im Falle einer Reklamation über verschiedene Systeme, in die er dann reingeschaut hat, den Bezug herzustellen. Und ja, man kommt da irgendwo der gesuchten Information dann recht nah, aber Sie geben mir vielleicht recht, wenn ich sage, dass es doch etwas umständlich ist. Der eine oder andere von Ihnen, der schmunzelt jetzt vielleicht bei der Geschichte. Ich für meinen Teil kann sagen, naja, das, was der Kunde beim Gedanken an so eine Reklamation fühlt, das kenne ich auch aus dem eigenen Leben. Wenn ich an meiner Steuererklärung zum Beispiel sitze, dann fühle ich mich ganz genauso. Eigentlich sind ja alle Informationen vorhanden. Die stecken irgendwo in den vielen Ordnern in meinem Regal. Ich muss sie nur irgendwie zusammenbringen, damit sie fürs Finanzamt passend sind. Ja, und dieses manuelle Zusammenführen, mir zumindest macht es keinen Spaß. Vielleicht geht es da dem einen oder anderen genauso. So, zurück zum Produktionsbetrieb. Wie gehen Produktionsbetriebe so ein Thema dann an? Und ein Bild, was wir da sehr häufig sehen, vor allem in Betrieben, die eine historisch gewachsene IT-Struktur haben, ist dieses hier. Das heißt, nach und nach werden die vorhandenen Systeme über Schnittstellen miteinander verbunden, damit man eben die relevanten Daten untereinander austauschen kann oder zumindest verknüpfen kann. Und genauso, wenn neue Systeme dazukommen, werden die auch in dieses Geflecht mit eingebunden. Das ist jetzt natürlich ein Weg, wie man diese Informationen zusammenbringen kann. Aus meiner Sicht bringt dieser Weg aber auch einige Herausforderungen mit sich, denn mit beliebig vielen Anwendungen steigt natürlich dann auch die Anzahl der Schnittstellen, die wir A erstellen müssen und dann natürlich auch unterhalten und warten müssen. Jetzt habe ich mal eine Maschine, ein System hier gehighlightet und wir sehen, da gibt es jetzt an diesem Beispiel 5 Schnittstellen zu anderen Systemen und im ungünstigsten Fall müssten wir jetzt uns ja auch noch mit 5 unterschiedlichen Schnittstellentechnologien beschäftigen, diese beherrschen und dann auch implementieren und wieder warten. Das bedeutet natürlich Aufwand und das stellt auch eine Fehleranfälligkeit dar, sowohl bei der initialen Vernetzung von all diesen Systemen, aber auch, wenn wir mal eins dieser Systeme austauschen wollen. Denn nehmen wir uns mal hier an, dieses
rot markierte System, das nehmen wir heraus aus dem Komplex und fügen ein neues an seine Stelle, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die vorher dagewesenen Schnittstellen hier wieder aufbauen müssen. Also wir stellen vielleicht fest, dass diese Situation nicht ganz trivial zu beantworten ist, wie man hier am besten vorgeht. Auf jeden Fall ist diese Schnittstellenlandschaft sehr schnell sehr komplex. Also was können wir tun? Sollten wir das mit der Vernetzung dann vielleicht lieber lassen? Oder werfen wir vielleicht alles, was wir haben, über den Haufen? Wir könnten ja alle bestehenden Systeme rauswerfen und auf ein großes System wechseln, das dann alles kann. Da wäre ich persönlich eher vorsichtig, weil zum einen hat es ja einen Grund, warum sie diese Systeme haben. Es gibt am Markt tolle Systeme, Spezialistensysteme, die besondere Anwendungsbereiche abdecken, die darauf auch spezialisiert sind. Und der Wechsel auf ein allumfassendes System könnte ja schnell zu einem Kompromiss werden, weil je breiter die Systeme aufgestellt sind, desto weniger tief gehen sie dann auch potenziell in die Tiefe, ins Detail. Und von dem ganzen Aufwand und den Kosten für so ein Big Bang und das Mitnehmen der Kollegen, davon mal gar nicht zu sprechen. Also müssen wir jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Und der Begriff dazu, den wir in diesem Zusammenhang immer mehr hören und lesen, und Frau Lohmann hat ihn heute auch schon benutzt, das ist die Interoperabilität. Ich habe Ihnen jetzt hier mal einen Screenshot mitgebracht aus der IT in Production, ist auch schon aus 2020 abgerufen und im 2019 sogar schon publiziert. Also das ist jetzt kein nagelneues Thema, aber es ist ein sehr wichtiges. Und die Aussage hier aus diesem Artikel ist auch eindeutig. Es kommt auf genau diese Interoperabilität an. Sie ist der Schlüssel für unser Dilemma. Das heißt, Systeme, die sich untereinander gar nicht kennen, sollen irgendwie auf möglichst einfache Weise miteinander kommunizieren können. Das mag jetzt auf den ersten Blick erstmal irritierend klingen. Wie können Systeme, die sich gar nicht kennen, auf einfache Weise miteinander kommunizieren? Aber es gibt Beispiele aus anderen Bereichen unseres Alltags, da kennen wir das schon und da ist das für uns selbstverständlich. Und ich habe Ihnen jetzt das Beispiel E-Mail-Kommunikation mitgebracht. Hier kennen sich ja die einzelnen E-Mail-Programme, also die E-Mail-Clients, auch nicht notwendigerweise untereinander. Und doch ist es für uns selbstverständlich, dass wir eine E-Mail am Desktop-PC in Outlook zum Beispiel verfassen, als Entwurf speichern, dann auf dem Handy mit dem Handy-Mail-Client aufmachen, weiter bearbeiten, schreiben, dann versenden. Und unser Empfänger, der öffnet dann die E-Mail zum Beispiel mit Google Mail und liest sie dort. Und das funktioniert ganz einfach, naja, weil sich alle beteiligten Systeme an einen gemeinsamen Standard halten. Und im Fall der E-Mail, und genau deshalb habe ich es auch ausgewählt, ist es zum einen die Datenstruktur, also der Aufbau der Daten, der Aufbau einer Mail, der folgt immer einem vorgegebenen Muster, also gibt es einen Header und einen Body etc. Und zum zweiten ist es der Übertragungsweg, der Kommunikationsweg. Auch der ist standardisiert, da gibt es Protokolle, also Sie kennen bestimmt IMAP und POP3 und mit denen ist eben sichergestellt mit diesen zwei Faktoren, mit der einheitlichen Datenstruktur und dem Übertragungsweg, dass alle beteiligten Systeme damit umgehen können, mit diesen Daten. Nochmal wiederholt, Interoperabilität bedeutet also ein Zusammenwirken von Systemen, die sich untereinander nicht kennen. Und das E-Mail-Beispiel übertragen auf unsere Fertigungs-IT, da wäre eben unsere Idee, unsere Vision, unsere Vorstellung, dass es ein gemeinsames, vollständiges, digitales Abbild Ihrer Fertigung gibt. Und wenn es dieses gemeinsame, vollständige Abbild der Fertigung gibt, man könnte hier auch von einem digitalen Zwilling sprechen, dann ist es möglich, dass alle Datenquellen, alle Datenlieferanten ihre Informationen in genau dieses Abbild einspielen und andere Anwendungen, die diese Daten dann benötigen, sie auch dann von dort abrufen können. Und der Clou, das sehen Sie jetzt auf dem Bild, ist, dass jedes System dafür nur noch eine einzige Schnittstelle benötigt, nämlich eine Schnittstelle zu diesem digitalen Abbild. Und die Heimat dieses digitalen Abbilds, auch das sehen Sie hier schon auf der Folie, das ist nun unsere MIP, unsere Manufacturing Integration Plattform. Auf die möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Was ist denn diese MIP? Also zum einen ist es eine Integrationsplattform. Ihr oberster Zweck und Ihre Aufgabe ist es, verschiedene Systeme bei Ihnen und Anwendungen miteinander zu integrieren, sodass diese miteinander interoperabel werden, kompatibel untereinander kommunizieren können. Jetzt haben Sie vorhin schon gehört, bei der MPDV, da beschäftigen wir uns seit über 40 Jahren mit Fertigungsoptimierung und so ist es natürlich klar, dass wir mit unserem Produkt hier, mit der MIP,
genau hier auch den Fokus legen auf fertigungsnahe Prozesse. Wir sind aber auch offen für andere Anwendungen, die nahe dran liegen. Vorhin hatten wir schon mal die Bereiche ERP oder Gebäudemanagement natürlich auch gehört. So, und in meinem E-Mail-Beispiel haben wir vorhin von dem gemeinsamen Standard gesprochen. Man könnte auch sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner mit diesem digitalen Abbild. Und so ist es eben hier in der MIP. Die Plattform bildet für unsere Kunden genau dieses vollständige digitale Abbild ab. Und dafür benötigen unsere Kunden, und das liefern wir somit aus, eine zielführende Objektstruktur. Was bedeutet jetzt zielführende Objektstruktur? Das können Sie sich folgendermaßen vorstellen. Für alle Objekte, die es bei Ihnen in der Fertigung auf dem Shopfloor im Unternehmen gibt, sei es jetzt physikalisch oder auch virtuell, gibt es in der MIP eine digitale Repräsentanz. Solche Objekte, das sind die Werker, die Mitarbeiter, alle Personen, die in ihrem Unternehmen beschäftigt sind. Das sind Maschinen, das sind Werkzeuge, das sind Aufträge, Materialien, Chargenlose, Artikel, Artikelnummern und noch vieles mehr. Eben alle Objekte, die es tatsächlich gibt, die gibt es auch in digitaler Form. Und alle diese Objekte kommen dann natürlich noch mit Eigenschaften und Beziehungen untereinander. Und alle diese Objekte, ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen untereinander, das ist diese Objektstruktur, unser semantisches Informationsmodell, und das ist das Herzstück unserer MIP. Und das liefern wir unseren Kunden so mit aus, damit es die Kunden eben nicht von Grund auf neu entwickeln müssen. Das ist jetzt erstmal ein generisches Modell, das bei jedem Kunden in jeder MIP-Installation identisch ist. Und damit es zu Ihrem digitalen Abbild der Fertigung wird, müssen wir dieses generische Modell mit Leben füllen. Nur dann kann es individuell Ihre Ausprägung werden. So, und dafür braucht man natürlich offene Schnittstellen, damit wir Daten einspielen können und auslesen können. Und das sind genau die Schnittstellen, die wir auch heute schon gehört haben, die da gängig sind. Das sind Webservice-Schnittstellen, die REST-basiert sind. Das ist OPC-UA für Maschinenkommunikation. Das sind aber auch zertifizierte Schnittstellen, zum Beispiel zu einem SAP-ERP-System und viele, viele mehr. Also unsere Bibliothek umfasst an der Stelle knapp 300 Schnittstellen, Ausprägungen und Protokolle, sodass wir hier sicherstellen, dass wir mit möglichst vielen Systemen kommunizieren können. Und neben dem Objektmodell, das ich vorhin beschrieben habe, sind genau diese Schnittstellen eben der zweite Teil des gemeinsamen Standards. Die sind nämlich so aufgebaut, dass die Bedeutung der eingespielten Daten und der ausgelesenen Daten immer eindeutig ist. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier mit eindeutiger Semantik beschrieben habe. Wir müssen sicherstellen, dass alle Daten, Rainer Schmutter hat das ja vorhin auch schon erklärt, dass das genau ein Teil seiner Aufgabe ist, die korrekte Beschreibung eines Datenpunkts. Wir müssen einfach sicherstellen, dass alle Informationen, die in unserem Datenmodell gespeichert werden, unmissverständlich vorhanden sind und nicht fehlinterpretiert werden können. Und damit ist dann auch die Voraussetzung gegeben, deshalb ist es wichtig, dass Anwendungen von ganz unterschiedlichen Herstellern, also nicht nur von uns, von der MPTV, sondern von ganz vielen verschiedenen Anbietern, miteinander über die MIP interoperabel werden, ohne dass sie sich kennen. Denn wenn wir nochmal auf dieses Bild zurückgehen, dann sehen wir, es spielt jetzt gar keine Rolle mehr, an welcher Stelle oder vielleicht auch an welchen vielen verschiedenen Stellen die Daten jetzt erfasst werden oder entstehen. Wichtig ist nur, dass die Daten dann in der gemeinsamen Datenbasis vorhanden sind und von dort aus allen anderen Anwendungen zur Verfügung stehen. Und damit nochmal zurück zu Christina. Vielen Dank, Steffen. Ja, jetzt haben wir wirklich einiges darüber gehört, wie es technisch möglich ist, die Systeme in der Fertigung zu vernetzen und wie wirklich für alle eine gemeinsame Datenbasis geschaffen werden kann. Aber die Frage, die sich jetzt vielleicht auch bei Ihnen stellt, wo kann die MIP denn überhaupt eingesetzt werden oder auch wem nützt sie denn eigentlich was? Und zum einen sind das natürlich die Fertigungsunternehmen, die, wie Steffen Münch gerade ja auch schon beschrieben hat, ihre bestehenden Systeme ohne komplexe Schnittstellenlandschaften integrieren möchten oder eben auch Unternehmen, die kein passendes Gesamtsystem am Markt finden, also eben eher den Best-of-Breed-Ansatz verfolgen möchten. Es profitieren aber natürlich auch die Maschinenhersteller. Ja, ich sag mal, neben immer günstigeren und besseren Maschinen werden ja auch von den Kunden
oft Integrierbarkeit und eben digitale Services gefordert. Und mit der MIP können die Maschinenhersteller eben ihre eigenen Lösungen als sogenannte M-Apps eben wie Erfassungs- oder Auswertungs-Apps bereitstellen und ganz einfach in die Fertigungs-IT beim Kunden integrieren. Softwareanbieter wiederum können natürlich ihr Know-how einfließen lassen und füllen quasi fehlende Komponenten über die Plattform auf, zum Beispiel mit spezialisierten Anwendungen oder auch Branchenanwendungen. Und die Systemintegratoren können dann eben wiederum eine ganz kundenindividuelle Lösung aus den vorhandenen Bausteinen und Apps zusammenstellen und das gegebenenfalls auch durch eigene Entwicklung ergänzen. Ja, und genau diese Zielgruppen, also die Anwender und Anbieter, bilden eben unser zu Beginn erwähntes Ökosystem und jeder trägt eben das bei, was er am besten kann. Wir haben Ihnen hier auch einmal einen aktuellen Auszug der Anbieter in unserem Ökosystem mitgebracht. Dies sind Anbieter von Software, also Apps, von Hardware oder auch Dienstleistungen. Und vielleicht haben Sie die Logos schon entdeckt, denn hier finden Sie natürlich auch Vago und RS Connect wieder. Und ja, alle Anwendungen kommunizieren eben über die MIP miteinander, indem sie ihre Daten an die MIP übermitteln, die wiederum von allen anderen Systemen konsumiert werden können. Und unser Ziel ist es, hiermit eben ein breites Angebot von Bausteinen für Ihr Smart Factory-Projekt zur Verfügung zu stellen. Ja, die gesamte Aufstellung unserer ganzen Anbieter finden Sie auch nochmal auf unserem sogenannten MIP Marketplace, auf unserer Homepage. An dieser Stelle möchte ich auch ganz gerne nochmal betonen, dass unser Ökosystem wirklich jedem offen steht, der sich beteiligen möchte und so natürlich auch Sie, also Sie sind da herzlich eingeladen. Ja, wie sieht denn jetzt eine solche Vernetzung und Interoperabilität konkret aus? An dieser Stelle kommen wir vielleicht zu dem Punkt, an dem wir alle Mosaiksteine unseres Vortrags zusammenführen. Das würde ich Ihnen ganz gerne einfach mal hier an diesem Beispiel näher erläutern. Oben rechts angefangen kann, wie wir ja heute erfahren haben, zunächst RS Connect mit den IoT-Boxen von Vago Maschinen anbinden, die Maschinendaten erfassen und sogar ja auch schon visualisieren. In diesem Beispiel sind das Daten wie der Status der Maschine, also ob sie gerade produziert, gerüstet wird oder aus irgendeinem anderen Grund steht, die Takte, in denen die Maschine eben die Teile fertigt, ob es sich dabei um Gutteile oder Ausschuss handelt, und die bei der Produktion erfassten Prozesswerte wie Drücke, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und vieles mehr. Diese Maschinendaten werden dann in Echtzeit an die MIP übermittelt und stehen somit ja auch allen anderen Anwendungen in der Fertigung für deren Businesslogik wiederum zur Verfügung. Ein System zur Shopfloor-Kommunikation nutzt dann zum Beispiel den Maschinenstatus aus der MIP, denn so kann das System dem Instandhalter oder auch Werker eine Nachricht auf eine Smartwatch zum Beispiel oder ein Tablet senden, wenn eine Maschinenstörung oder andere Störungen im Fertigungsprozess vorliegen. Und so kann natürlich auch unverzüglich darauf reagiert werden und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Hier einmal auch ein Bild einer solchen Smartwatch, wie ich sie gerade genannt hatte, die eben genau für eine solche ja, Mensch-Maschine-Kommunikation auf dem Shopfloor genutzt wird und eben die Ereignisse aus der MIP bezieht. Ja, was ist mit den erfassten Daten denn noch so alles möglich? Die Takte der Maschine können dann wiederum von Systemen genutzt werden, mit denen die Fertigungsplanung vorgenommen wird, zum Beispiel anhand der übermittelten Takte aus der Datenerfassung erkennt das Planungssystem eben den Auftragsfortschritt und kann ja bei einer Abweichung des Ist-Zustands die Planung optimieren. Und so entsteht quasi auch ein Regelkreis, wie wir ihn ja eben aus der Stufe 3 unseres Stufenmodells kennen, was ich am Anfang vorgestellt hatte. Ja, die produzierten Gutteile oder auch der Ausschuss, kommt ja auch vor, können wiederum dann eben für sogenannte Analytics genutzt werden, zum Beispiel Kennzahlenberechnung oder auch Process Mining. Ja, durch die Betrachtung dieser Werte, auch in Kombination natürlich mit anderen Daten aus der MIP, können so bestmöglich Prozessoptimierungen einfach abgeleitet werden. Und diese Kennzahlen aus
solchen Analytics-Anwendungen können nun natürlich auch ebenfalls über die MIP mit anderen Systemen geteilt werden. Dazu einmal hier ein Beispiel einer solchen Anwendung für digitales Shopfloor-Management. Also hier werden quasi die Kennzahlen aus der MIP für Shopfloor-Besprechungen aufbereitet und dann auch zum Beispiel in der Fertigung ja, für die Mitarbeiter einfach visualisiert, um da auch einen Überblick zu haben. Als letztes habe ich dann noch ein Beispiel von Predictive Maintenance System mitgebracht. Predictive Maintenance haben wir ja heute auch schon des Öfteren gehört. Ja, solche Systeme benötigen ja wirklich eine Vielzahl verschiedener Datenwerte, um eben Vorhersagen über ja, notwendige Instandhaltung zu treffen und so natürlich auch zeit- und kostenintensiven Ausfällen eben vorzubeugen. Und diese ganzen Werte finden Sie natürlich auch alle im digitalen Abbild in der MIP, wie es Steffen Münch eben schon vorgestellt hat. Hier sieht man auch nochmal einen solchen Anwendungsfall. Also verschiedene Maschinenparameter werden zur Anomalieerkennung und Vorhersagen über notwendige Instandhaltung genutzt und daraus abgeleitet. So, damit sind wir dann auch schon am Ende unseres Vortrags. Wir hoffen, Sie haben den einen oder anderen Impuls für Ihr Unternehmen mitnehmen können und haben Ideen bekommen, wie Sie das Potenzial der Daten in Ihrer Fertigung nutzen können. Wir stehen Ihnen natürlich auch im Nachgang immer gerne bei Fragen oder Interesse zur Verfügung und unterstützen Sie auch gerne weiterhin bei Ihrem Digitalisierungsprozess in der Fertigung. Melden Sie sich dann gerne einfach bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie direkt auf unserem virtuellen Messestand und auch in unserem Handout, das wir Ihnen hier dann ebenfalls zur Verfügung stellen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal sehr für Ihr Interesse und würde sagen, auch wir sind natürlich offen für Ihre Fragen jetzt. Genau, ja. Vielen Dank, Frau Lohmann. Vielen Dank, Herr Münch. Ich glaube, das hat jetzt auch nochmal klar gemacht, wie die drei Parteien hier zusammenspielen. War ein super Überblick und hat, glaube ich, das Thema ziemlich gut getroffen. Dann würden wir jetzt zu den Fragen kommen. Da sind auch welche reingekommen. Die erste, was wäre denn der erste konkrete Schritt, wenn wir unsere Daten zusammenfassen wollen und direkt im Anschluss muss dafür ein gesamtneues System eingeführt werden? Das würde ich mal beantworten. Also wenn man es mit der MIP angehen möchte, das wäre ja unsere Empfehlung, dann wäre es natürlich notwendig, die MIP einmal zu installieren. Das Schöne ist, da wir ja die bestehenden Systeme belassen, müssten wir an der Stelle gar nicht so sehr tief in die laufende Produktion eingreifen. Das bedeutet, wir haben sehr wenig Ausfallzeiten. Wir installieren die MIP. Das kann entweder lokal passieren oder wir können die auch Software as a Service bereitstellen. Und dann müssten wir nur sicherstellen, dass die existierenden Systeme ihre Daten dort hineinspielen. Das wäre rein technisch das Vorgehen. Wir würden empfehlen, dass man sich vorher einmal anschaut, wo steht denn das Unternehmen? Was ist denn tatsächlich noch relevant an Systemen, die man hat? Was möchte man denn vielleicht auf jeden Fall behalten? Was möchte man auch perspektivisch austauschen? Und ja, deshalb empfehlen wir im Vorgang natürlich einen Workshop, entweder mit uns, aber auch mit unseren Partnern aus dem vorhin genannten Ökosystem. Da sind einige dabei, die sich genau auf diese Themen spezialisiert haben, solche Workshops anbieten und dann auch mit ihnen gemeinsam in die Umsetzung gehen können. Super. Genau, dann haben wir noch eine zweite Frage. Ich habe verstanden, dass Daten aus Maschinen und weiteren Systemen zusammengeführt werden können. Wie ist das denn bei Handarbeitsplätzen, zum Beispiel in der Montage? Dort können ja nicht automatisiert Daten erfasst werden. Ja, das ist richtig. Wir haben uns ja heute in dem Vortrag, weil es hier ja sehr stark um Maschinendatenerfassung geht, auch auf diesen Bereich fokussiert. Ich hoffe, es ist trotzdem rausgekommen, dass auch gerade in dem Beispiel vorhin bei der Analytics-Anwendung, die ja Kennzahlen berechnet, diese auch an andere Systeme weitergeben kann. Also wir können nicht nur Datenlieferanten in Form von Maschinendaten hernehmen, um sie miteinander interoperabel zu machen, sondern die Daten entstehen ja aus ganz unterschiedlichen Systemen. Und zurück auf diesen Handarbeitsplatz, auf den Montagearbeitsplatz, da kann das ein ganz einfaches Display sein, eine Softwareanwendung, in der ich meine Angaben manuell tätige. Also der Werker gibt ein, dass er jetzt 10 Artikel gefertigt hat, dass er jetzt gerade einen Auftrag angemeldet hat, dass er dafür ein Werkzeug verwendet hat.
wenn das relevant ist. Das wäre so der einfachste Weg. Darüber hinaus könnten wir aber auch mit Hardware-Lösungen arbeiten, das heißt Buttons, Knöpfe, Fußpedale oder natürlich auch Sensorik, Lichtschranken auf einem Fertigungsfließband bis hin zu Augmented Reality-Lösungen. Also auch da haben wir im Ökosystem einige Möglichkeiten, wie wir an einem Handarbeitsplatz diese Daten aufnehmen können, ja, bis hin zu 3D- und Infrarotsensorik, die dann erfasst, was der Werker da auf dem Werktisch fabriziert, wie viele Teile er fertigt und ob er das Richtige tut. Okay, super, vielen Dank. Ja, dann möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, bevor wir auseinandergehen, auf die Messehalle hinzuweisen. Also einfach hier aus dem Vortragsraum raus, rechts abbiegen, sind Sie schon in der Messehalle. Dort finden Sie zum einen alle Vorträge, die Kontaktdaten der Referenten und weiteres Material zum Thema Smart Factory, Videos, Broschüren, und die Präsentation, wie gesagt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende, sind gut in der Zeit. Ich möchte mich bei den Referenten nochmal recht herzlich für die tollen Vorträge bedanken. Und ja, wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.